Hallo zusammen, ich bin die Dani und heute gibt es wieder ein Aufgebraucht-Video. Und zwar bin ich ja am Aussortieren und am Aufräumen und am Ausmisten und mein Beauty-Schrank musste da auch dran glauben. Ich habe da viel Platz geschaffen und ich habe Produkte entfernt bzw. ausgesortiert, die ich nicht mehr brauche oder die sind schon alt oder die ich nie benutze, die ich verschenken werde an meine Schwester und halt an die Leute, die das gerne haben wollen. Und legen wir einfach los. Also ich habe auch ganz normale Produkte aufgebraucht, bis zum Ende leer gemacht, aber eben auch gerade dekorative Kosmetik aussortiert, die nicht leer sind, aber die ich dann abgeben werde. Legen wir los mit pflegender Kosmetik. Das ist ein Shampoo von Avon, Advanced Techniques. Und die Advanced Techniques Reihe kann ich wirklich empfehlen, weil sie sehr ergiebig sind. Also man braucht wenig Produkt und produziert dadurch sehr viel an Pflege und ja, an Schaum und so weiter. Und die Düfte sind ganz toll und die Pflegewirkung ist mega. Aussortiert, also nicht komplett aufgebraucht, sondern aussortiert ist ein Leichtcamspray für meine Kinder und ab und zu auch für mich, aber das haben wir doch schon lange, es ist jetzt nur noch so ein bisschen übrig, aber es steht, wie gesagt, schon lange bei uns und das kann jetzt weg. Das ist ein Leichtcamspray, man sprüht es sich auf die feuchten Haare und dann kann man besser durch die Haare gehen mit dem Kamm. Und es gibt auch noch eine Pflege, finde ich. Also es hat die Haare auch gleichzeitig so ein bisschen gepflegt. Ich würde mir aber nicht nachkaufen, weil ich glaube, wir sind den Duft irgendwie satt geworden. Stattdessen haben wir dann ein anderes Produkt in Verwendung. Handseifen von Avon. Die habe ich so gerne benutzt. Die haben wir alle so gerne benutzt. Das ist Cherry Bomb, also mit Kirsche. Also es riecht nach Kirsche. Das riecht so gut nach Kirsche. Oh, es riecht wie, kennt ihr diese Lollis, die man auf dem Weihnachtsmarkt bekommen konnte? Oder diese Bonbons, diese roten? Schmecken nach Kirsche und das riecht genauso. Und auch noch eine Handseife von Avon und zwar ist das Pure. Also der Duft war sehr neutral, wie der Name schon sagt, Pure. Ja, und gut, weg. Handseife halt, ne? Macht die Hände sauber. New Skin Zahnpasta habe ich, glaube ich, letztens auch schon mal gezeigt. Das ist eine Zahnpasta, die sich quasi wie eine Teflonschicht um die Zähne legt und dadurch Schutz bietet vor Ablagerungen. Die Zähne fühlen sich danach richtig glatt an und dadurch, dass sie die Ablagerung von Kaffee und Tee absorbieren sozusagen, werden die Zähne so ein bisschen aufgehellt. Das kommt weg, steht schon ewig lange. Ich weiß nicht, ein, zwei Jahre, keine Ahnung, war in einer Box drin. Das ist, war das in der Box drin oder habe ich mir das geholt? Oder ich habe es gekauft? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das von OGX, Bamboo Fiber Full. Das ist ein Haaransatzspray, wie man hier sieht. Hat das diese Pumpvorrichtung, dass man präzise im Haaransatz reingehen kann und dann sprühen kann und dann bekommt man so ein bisschen Volumen. Aber ich habe das so selten gebraucht und das steht schon so lange, deswegen kommt das weg. Aufgebraucht Schaumfestiger von Garnier. I love my curls, also speziell Schaumfestiger für lockige Haare oder um die Locken zu definieren, habe ich sehr gerne benutzt. Nach dem Haarewaschen ins feuchte Haar eingesprüht, dann mit dem Föhn über Kopf und geknetet und dann bekommt man tatsächlich wunderbare, prachtvolle Locken.
aufgebraucht nicht, aber das kommt definitiv weg. Das ist ein Deo-Spray vom Edeka. Ich hatte kein Deo-Spray da und dann habe ich mir irgendwas geschnappt. Großer Fehler, weil dieser Duft, der ist so intensiv fruchtig. Tropic heißt es, intensiv fruchtig. Das, wenn man es gesprüht hat, dieser Duft war einfach zu penetrant. Ne? Der Duft war so penetrant, dass man den nicht mehr, hinterher nicht mehr riechen konnte. Also es war nicht sehr schön und wird auch nicht nachgekauft. Das kommt weg. Dann auch aufgebraucht und kann ich auch empfehlen. Das ist eine Duftkerze von Avon. Fresh Cotton. Das riecht nach frisch gewaschener Wäsche. Die sind gut. Die Kerzen von Avon sind gut. Ich habe nämlich unten am Eingangsbereich die Kerze stehen gehabt und man kann die durchbrennen lassen und die brennt wirklich fast bis zum Boden. Also die brennt wirklich fast alles aus, würde ich sagen. Und es war ein richtig toller Duft. Also du kommst rein in die Wohnung und es riecht nach frisch gewaschener Wäsche. Sehr, sehr schön. Aufgebraucht. Ein Parfum. Und zwar J.Lo Glow. Glow by J.Lo. Sehr schöner Duft, muss ich sagen. Ein sehr schöner... mal gucken, ob ich das... Sehr schöner, frischer Duft auch. Ja, ein frischer Duft. Blumiger Duft habe ich gerne benutzt, aber irgendwann, also ich bin froh, dass es jetzt leer ist. Irgendwann hat man sich auch satt gerochen und ich habe hier so viele Parfums von Avon hauptsächlich, die ich natürlich besser finde, ja, weil die von der Qualität her besser sind. Das sind richtige Parfums und das ist jetzt weg. Aber es ist ein wirklich schöner Duft gewesen. Wimpern habe ich aussortiert. Und zwar sind das hier magnetische Wimpern von Essence. Ja, unten ein Stück Wimper und oben ein Stück Wimper mit einer Wimpernzange befestigen. Das endet bei mir immer in einer Katastrophe. Ich kriege das einfach nicht hin. Ja, und deswegen, die liegen hier schon in der Schublade, einmal benutzt und nie wieder mehr angewendet. Die kommen auf jeden Fall weg. Und die kommen auch weg, weil ich einfach keine falschen Wimpern benutze. Eigentlich nie, auch nicht zu besonderen Anlässen oder so. Vielleicht für ein Video könnte ich das noch nutzen, aber ich brauche es einfach nicht. Und ja, das sind halt die Wimpern von Wake Up and Makeup. Genau, Wake Up and Makeup. Dazu habe ich eine Review gemacht. Kann ich euch gerne unten in der Infobox verlinken. Und dann könnt ihr mal schauen, wie ich damit klargekommen bin. Jo, so viel. Oh, genau, das gleiche, der gleiche Mist. Das gleiche Problem mit diesen magnetischen Wimpern. Ich komme mit denen einfach nicht klar. Das sind halt jetzt einzelne Wimpernhärchen im Dreier? Ja, auf jeden Fall sind es, ich glaube, mit drei Haaren, drei Härchen an einem Strang. Nehmen wir das Strangbändchen. Kommt weg. Also das ist so viel, was ich aussortiert habe. Deswegen mache ich das im Schnelldurchgang. Ja, es sind wie gesagt alte Produkte und Produkte, die ich halt nie genutzt habe oder eher selten benutzt habe und die jetzt einfach wegkommen. Fangen wir einfach an mit dem mit den Nagellacken. Genau, also die Nagellacke von Essie kommen weg. Und zwar, ja, die sind alt halt. Die stehen wirklich Jahre schon in meiner Schublade. Ups. Die stehen wirklich Jahre in meiner Schublade. Das sind alles meine Lieblingsfarben gewesen. Aber irgendwann merkt man auch, dass die Fäden ziehen. Das hier ist zum Beispiel Soulmate. Habe ich geliebt. Dann habe ich hier Lila Sism. Auch eine ganz, ganz tolle Farbe. Fiji. Sehr berühmt, sehr bekannt. Musste ich in Kroatien kaufen, weil es das in Deutschland nirgendwo mehr gab. War ausverkauft.
Dann Angora Kadhi, auch eine sehr schöne Farbe, Rotfarbe, Rotton. Dann habe ich hier noch Ladylike, Farbe auch sehr nudig, sehr natürlich, sehr, sehr schön. Ja, das ist ein Grün, was ich leider nicht anwenden kann. Es ist zwar etwas neuer, aber es war irgendwie in der Box drin, glaube ich. Ja, und das verschenke ich. Es ist, ich weiß nicht, irgendwie verwende ich es nicht. Achso, dann habe ich hier noch ein paar Nagellacke. Das waren jetzt die Essie-Nagellacke, aber hier sind zum Beispiel, das ist auch eine schöne Farbe, von Essence. Und dann ist das Strong. Ja, das ist so ein schöner Auberginenton. Und dann noch rosa, Millennial Pink, ein schönes, helles Rosa. Und dann einmal von Edding ein Purple Pink, also lila Pink, würde ich sagen. Und dann auch ein Nagellack aus einer Box. Das ist das Glosswork. Glosswork nennt sich das, war ich glaube in der Vegan Beauty Basket in der Farbe Flamingo. Liegt auch ewig in meiner Schublade, nie benutzt. Das ist dieses Catrice Prime and Fine Transparentes Puder. Es ist ein weißes Puder, transparentes Puder, wenn man es aufträgt auf der Haut, und brauche ich nicht. Ja, davon trenne ich mich jetzt. Ich habe so viele Bronzing Powder. Ja, was heißt so viele? Ich habe zwei Stücke mir da gelassen. Und das reicht. Das war aus einer LE. Habe ich sehr, sehr gerne benutzt, um das Gesicht aufzuwärmen. Von P2 kommt weg. Mein Lieblingsblush. Soll ich das abgeben? Ich glaube, ich behalte das. Das ist so ein P2, aber die Farbe, Glow Touch, die Farbe ist wohl schön. Ja, ich glaube, ich behalte das. Das ist so, ich habe, wie man sieht, habe ich es so oft benutzt. Da ist ein Hitze Pen drin. Touch of Rose. Ich glaube, ich behalte das. So viel zum Ausmisten. Aber definitiv mich trennen werde ich mich von Monolidschatten. Und zwar habe ich hier einmal von Essence Melted Chrome. Sehr, sehr tolle Lidschatten. Aber ich habe diese Farben alle schon in Paletten. Ganz, ganz tolle Pigmentierung. Ich glaube, ich sollte aufhören, hier rumzuprobieren. Sonst landen die tatsächlich wieder in meinem Beauty-Schrank. Ganz tolle Farben. Aus dieser Reihe. Sehr schön. Dann habe ich von Essence Lidschatten Poshy, Get Poshy. Auch eine schöne Farbe. Habe ich aber alles, wie gesagt, in Paletten drin. Die Farbe habe ich auch. Shameless nennt die sich. Auch von Essence. Dann das gleiche. Auch von Essence in Bleach. Eine Base, eine Base-Farbe. Und ach so, hier ist noch ein Melted Chrome. Oh mein Gott, die sind so schön. So schön, ne, guck doch mal. Aber ich habe die schon. Ich habe die irgendwo schon, diese Farben. In der Palette drin. Ich wollte nämlich mich vom Monolidschatten trennen und bei den Paletten bleiben. Naja, mache ich ja jetzt auch. Trended Up Infinity Beauty, da ist auch ein Hitzepan drin. In der Farbe 010. Das ist ein Rot. Ein Bordeaux eher. Bordeaux-Ton. Dann habe ich hier von Boho Cosmetics. Die Farbe gefällt mir jetzt nicht so. Deswegen kommt es weg. So ein kleiner Pott hier. Und eine Palette kommt weg. Zwei Paletten kommen weg. Und zwar einmal, die Farben habe ich. Die Farben habe ich doppelt und dreifach in anderen Paletten drin. Von Catrice, The Modern Matte.
Ja, also das kommt auch weg. Und dann eine Essence-Palette, die ich jetzt nicht so gut finde, von der Pigmentierung her. Und ja, Essence Dancing on the Milky Way. Eine zwar hübsche Palette, die Farben sind auch sehr schön, aber irgendwie bin ich mit der Pigmentierung nicht so ganz zufrieden. Dann haben wir hier eine Highlighter-Palette. Ich benutze so selten Highlighter. Das ist von Sleek. Ganz, ganz tolle Highlighter. Sehr schön. Also es sind cremige Highlighter drin und dann haben wir hier die drei pudrigen Highlighter in den verschiedenen Nuancen. Komm weg. Das kommt auch weg. Das ist auch von Sleek. Ein Highlighter und ein Kontur. Eine Konturfarbe, aber ich finde, die ist viel zu orangestichig. Das sieht zwar jetzt nicht so aus, aber wenn man es auf die Gesichtshaut aufträgt, kommt dann so, so ein oranger Ton unten raus. Das ist die Farbe Light 884. Brauche ich nicht, kommt auch weg. Das ist ein heißgeliebter Bronzer von Essence aus der Lights of Orion Reihe. Ich weiß nicht, wie alt er ist, ein paar Jahre ist er schon. Hitzepan. Aber ja, der kommt jetzt weg. Ich habe mich eigentlich satt gepudert damit. Und ich möchte gerne neue Puder ausprobieren. Puder? Ja, Bronzepuder. Bronzer. Dann entsorge ich ein Make-up-Schwamm von Essence. Das war in einem Set drin. Zwei Schwämme waren fürs Make-up und das ist ein Schwamm für Puder. Aber ich benutze das nicht. Ich habe es ausprobiert, aber ich kann damit nicht arbeiten. Und zwar hat es eine weiche Oberfläche, eine kuschelige, eine kuschelige Oberfläche. Und ja, damit soll man halt das Puder so ein bisschen anarbeiten. Vielleicht fürs Baken oder so. Brauche ich nicht. Kommt weg. Make-up habe ich auch aussortiert, weil die einfach zu alt sind. Die sind Jahre. Die haben Jahre auf dem Buckel. Einmal Superstay 24 von Maybelline. Ich kann dazu sagen, ich finde die nicht gut, weil die auf der Haut drauf liegt. Also auf meiner Haut funktioniert das nicht. Die liegt auf der Haut drauf und man kann es nicht vernünftig einarbeiten. Strong Fitness Cosmetics ist gut. Der ist wirklich sehr gut geeignet für Sport. Dazu habe ich auch eine Review gemacht. Verlinke ich euch unten in der Infobox. Aber ich benutze es nicht mehr so häufig und deswegen weg. Jahre alt, ich weiß nicht, 2-3 Jahre bestimmt. L'Oreal Indefectible 24 Stunden Matte Foundation. Ich möchte auch von den matten Foundation wegkommen, weil ich matte, also ich habe trockene Haut und mischhaut bis trockene Haut und normale bis trockene Haut und matt steht mir irgendwie nicht. Also ich finde, es muss schon so ein bisschen Glow rein für meine alte Haut, finde ich, damit man so ein bisschen frischer aussieht und nicht wie tot. Genau, und das ist eine matte. Mattes Make-up kommt weg. Insta Perfect. Ich habe hier mir die Make-ups rausgesucht, die ich tatsächlich brauche, benutze und ja, das lag auch dann halt nur in meiner Schublade herum von Essence. Und genau, aussortiert, weil hier steht Strong Matte. Wir nähern uns dem Ende. ja, was mache ich jetzt? Hier. Das habe ich in meinem letzten Video schon gesagt. In einem meiner letzten Videos. Fingers Fix and Rouge. Das ist ein Primer. Der hinterlässt allerdings auf meiner Haut Würstchen, wenn ich dann mit dem Make-up drüber gehe. Auch wenn ich das lange, lange einziehen lasse. Und von daher kommt das weg. Das hier ist auch schon älter. Und zwar ist das eine
einen Illuminator, das trägt man sich unter dem Make-up auf. Und dann bekommt man einen Schein dazu durch das Make-up hindurch. Also man bekommt eine schöne Frische, aber es ist alt. Komm weg. Boah, ich habe so viele Reviews, die ich unten, die ich unten in der Infobox verlinken könnte zu den ganzen Produkten. Mal gucken, ob ich das mal mache. Schauen wir mal. Das ist von Maybelline Superstay Matte Ink. Ein ganz, ganz toller, langanhaltender Lippenstift. Review findet ihr vielleicht unten in der Infobox. Ich schau mal. Auch dieser ist gut. Von L'Oréal Paris. Das ist auch ein Long-Lasting Liquid Lipsticks. Bei mir ist es so, dass ich Long-Lasting Liquid Lipsticks nicht so oft benutze, sondern ich bin lieber jemand, der einen schönen Lippenstift in der Tasche hat und den man dann halt nachziehen kann, weil ich finde, bei meinen kleinen Lippen, weiß ich nicht, haben diese langanhaltenden Liquid Lipsticks sehen halt nicht so toll aus, wie ich mir das wünschen würde, und außerdem mag ich dieses Gefühl nicht. Also ja, lieber einen schönen cremigen Lippenstift. Hier habe ich einen Liquid Lipsticks von von Hatice. Der kommt weg. Noch einen von Hatice. Dann ein Lipgloss von Boutique. Ein Lipgloss von Strong Cosmetics. Dann zwei Lippenglosse, ja, also die geben schon einen schönen Glanz auf den Lippen. Brauche ich nicht, habe ich noch genug. Komm auch weg. Von Essence, ne, von Trend It Up. Blooming Summer ist auch aus einer LE. Dann Lippenstifte, einmal von Essence und noch einmal von Essence. Die Farben gefallen mir jetzt nicht so, weil die ziemlich dunkel sind. Von Catrice Lippenstift, auch eine dunkle Farbe. Dann Augenbrauen, Maybelline Tattoo Brow. Da habe ich zwei Stück von, einer kommt weg. Das ist ein, hier, den kann ich weiterempfehlen. Der ist richtig, richtig gut, aber der ist halt alt und deswegen kommt er weg. Review ist unten verlinkt. 24 Stunden Color. Superstay, mega. Also das Gefühl auf den Lippen ist toll und das hält ewig lange. Dann ein Konturenstift von Alverda, nie benutzt, brauche ich nicht. Dann aus einer LE, Turn It Up Sunburst Plumping Lip Glow. Kommt auch weg, brauche ich nicht. Und das war's. Oh Gott, das war's. Und das kommt jetzt, entweder wird es verschenkt, wer jetzt was haben möchte, und ansonsten kommt der Rest in Müll. So, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch ein Däumchen nach oben. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr Lust dazu habt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.